So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, da gestern wir das Infovideo rausgehauen haben über die Johto-Tour, ja, die ist ganz wichtig. Wer immer noch nicht weiß, ob er sich ein Ticket kaufen soll oder nicht, die Antwort ist eindeutig ja, ihr sollt. Und zweitens, wer wissen will warum, der guckt sich das Video an zur Johto-Tour. Da ist auch nochmal gegenübergestellt, was ihr ohne Ticket bekommt und was ihr mit Ticket bekommt, ja? Und wenn jetzt natürlich bei den 12 Euro schon 2 Euro von Januar und Februar mit drin sind, habt ihr ja eigentlich nur 10 Euro. Und in den 10 Euro sind Pässe drin im Wert von fast 10 Euro. Also ist das eigentlich 0 Euro dafür, dass ihr dann eine erhöhte Shiny-Rate habt, besondere Spawns, eine Spezialforschung, eine zweite Spezialforschung. Was will man da jetzt noch überlegen? Also greift zu, wer bei der Kanto-Tour dabei war, wird sich das auf jeden Fall holen. Wer neu anfängt, soll sich es halt mal holen, wünscht euch das halt zu Weihnachten oder so. Als Geschenk, einfach dieses Ticket und so. Dann werdet ihr viel Spaß haben, ne? Denn gerade für die Neuen gibt es da viel, viel, vieles zu entdecken. Jetzt kann ich ja nicht sagen, wir sehen uns heute Abend in der Raid-Stunde wieder, weil heute ist ja Donnerstag, aber wir machen heute Abend nochmal Raids für Zuschauer mit Shadrago, möchte ich gleich nochmal ankündigen. Zusätzlich wird es Kapuno-Raids geben, weil ein paar Leute unbedingt Kapuno haben wollten. Also werden wir das so machen und Mega Stalos wird verschoben auf nächste Woche. Denn nächste Woche ist Mega Stalos immer noch in den Mega Raids, aber Shadrago wohl nicht mehr in den Dreier Raids, weil das ja jetzt nur während des Events ist. Jetzt kommen wir aber zu den Highlights der Woche und am Ende der Woche, wir kommen zu den Highlights der Woche und am Ende natürlich auch den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Host of Death, das ging schnell, Shiny Regiram, dann hier Aluhut, geht doch auch Shiny Regiram hinterher. Und wundert euch nicht, ich habe jetzt nicht jedes Shiny Regiram und jedes Shiny Sekrom reingenommen. Am Anfang, okay, gleich, da wo es rauskam, dann nicht mehr. Ging ja beide recht fix, auch hier Aluhut, gleich noch Sekrom, Shiny hinterher. Dann bin ich mit Scheffel Glücksfreund geworden, Henry Nicky hat sich auch das Shiny gegönnt mit Wetterboost. Patsch, das ist das Ding, 100% Wetterboost, Reshiram bekommen, Glückwunsch natürlich, ist ein netter Drache und auch ein richtig guter Feuerangreifer. Skandalpara, der ist immer noch im Urlaub, Brust auf dich, Ramses, und auf die Dinge, ne? Hat sich hier mit dem Heineken und ein paar Cocktails in einer sehr idyllischen Landschaft einfach das Raid am Mittwoch Video gegönnt. Sieht auf jeden Fall toll aus. Bockwurst King auch hier im zweiten Raid direkt Shiny bekommen. Shiny Gladio. Nimmst du das in das nächste Video? Max Out Monday. Jetzt habe ich es nicht im Max Out Monday Video. Jetzt habe ich es nicht in Raid am Mittwoch. Jetzt habe ich es in Raid am Mittwoch am Donnerstag. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Shiny Shiggy mit Sonnenbrille in 100% kann man mal mitnehmen. Shenaya hier auch, danke, ne? Auch hier das 100% bekommen als Sekrom, Skandalpara, yes, 100er. Oh mein Gott, sehe ich ja jetzt erst. Das ist nicht das 100er Regiram, das ist das 100er Shiny Regiram mit Wetterboost. Ja, wenn man genau hinguckt und sieht sich die Zwiebelringe am Hals an, der weiß genau, was los ist. Aluhut, na endlich, da ist er, der Schlechteste mit Wetterboost. Dann hat Nova gezeigt, sowas hat er auch als Mewtwo, das Schlechteste, was wir aus dem Raid ziehen können mit 10, 10, 10. Shenaya hat gezeigt, jo, ich habe auch eins als Dialga, zack, hinterher. Und der Bierbenny setzt noch einen drauf. Er hat das Schlechteste Shiny aus dem Raid mit 10, 10, 10 hier in Form eines Palkias. Tobi zeigt uns, was passiert, wenn wir ins Pokécenter gehen und unsere Pokémon heilen wollen, ne? Willkommen im Pokémon-Sender. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder. So läuft das also ungefähr ab, wenn ihr da immer reingeht und ihr drückt die ganze Zeit alles durch und dann drückt ihr einfach zurück und dann... Dieses Meme ist auch schon uralt, da wird so viel immer draus gemacht, auch mit dem, es schneit, ich weiß, dass es schneit, ja, aber ich muss es den Menschen sagen, jeder sieht, dass es schneit, ich poste es trotzdem, und dann dreht die total durch. Legendär einfach. Fanraid Go AMK hier auch mit einem wilden Dragoran in der Wildnis, ja. Prinz, wieder einmal versüßt dein Video mir den Feierabend, danke dafür. Jetzt immer regelmäßig anbieten, morgen Samstag wollen wir 6 machen.
Haben leider einige nicht mitbekommen, dass wir das 6 gemacht haben am Samstag. Ah, die! Hier ist eine Feder, kannst du mitspielen. Dass wir das 6 gemacht haben am Samstag. Aber wer regelmäßig die Videos guckt, der erkennt ja meine verschlüsselten Botschaften. Karin, war schön, dass es im Stream geklappt hat. Ne? Die hat nämlich genau noch einen fabelhaften Wurf gebraucht für das Level 50. Hat dann bei Raids für Zuschauer mitgemacht, hat das dann da gelöst, hat ihr Level 50 erreicht. Glückwunsch dazu. Justin Sterzel ja auch mit einem 100er Cognodon. Henry hier, Shiny, Schneebedeck, Shinaya Shiny, Sekrom, Master Gossi, meine Ausbeute vom Rauchtag heute, Shiny Onyx, Schnäppke hinterher, Jewel mit dem 100% Lucario. Hat ja letztens was gebrüdelt, hat es jetzt entwickelt, glaube ich. Henry, Shiny Pipi, Brainy mit einem Shiny Schwalbini, plus Shiny Smogon, Shinaya, Shiny Blutzuck, mit Gotcha, Shinaya, Shiny Plusle, Shinaya mit dem Shiny Alola Reitschuh. Das ist auch ein Dorn im Auge mancher Spieler, ja. Wer hat noch keinen Shiny Alola Reitschuh? Wer hat schon eins? Und Shinaya. Und wer noch, schreibt es mir in die Kommentare. Henry Niki, gerade aus dem 7-Kilometer-Ei bekommen. Shiny Flunschlig. Hier Benny, hatte gestern auch ein gutes. 100% Flunschlig. Also Gala, Dings, da seht ihr ja diese Bärenfalle. Endlich wieder mal ein Shiny. Heike mit dem Flampion. RWE Brein zeigt uns hier ein wildes Glurak. Das ist kein Dragoran, aber ein Glurak, was irgendwie gerade voll die Verbiegung macht. Sieht auf jeden Fall auch sehr nett aus. Eiskorpions einfach mit im Rauch dabei. Das hat er sogar während des Streams abends gefangen, als ich Leuchtende Perle gestreamt habe. Er hat den Rauch angehabt und hat immer zu reingeschrien. Oh mein Gott! Und da war immer einfach was drin. Zum Beispiel das 100er hier und ein Shiny Kastatur und alles andere natürlich auch im Stream gefangen, ja? Alter 0 bis 7, ich habe nämlich 7 Tage am Stück gestreamt. Seht ihr hier Pikachu, Charmian, Panflam, Bisasam, Mirapla, Voldoball, Kastatur. Chef hat uns gezeigt, er hat hier Shiny Reshiram, Segrom, Rosana, Onyx, zwei Quieke und noch ein Segrom Shiny als 96er sogar. Das also seine Ausbeute, Grüße gehen raus an den Chef. Markus hier, Shiny Vulpix, mit dem werde ich gestern aufsteigen können, so beste Freunde. Ich wusste jetzt aber nicht, ob ich da öffnen kann oder nicht. Ich habe es mal zugelassen, bei dem stand irgendwie Level Up, C-Day 18 Uhr. 18 Uhr, Raid-Stunde, C-Day 11 Uhr. Sollte jetzt C-Day überwiegen oder Raid-Stunde? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall mal zugelassen. Mal gucken, was passiert. Leon Petzold auch. Hat er auch ungefähr eine Minute immer vorher gefangen, zack. Der hat nämlich einen Kollegen gehabt und der hat halt in zwei Raids hintereinander, beziehungsweise an zwei, bei zwei Raids hintereinander, klingt besser, einfach 200er bekommen. Erst das Sekrom, dann das Reshiram. Das ist auf jeden Fall eine fette Ausbeute. Leon Petzold hier, habe das Bild von einem Freund. Ich finde, das sieht unfassbar nice aus. Ja, sieht es, sieht aus, als würde es gleich wegrutschen mit seinen Gummischuhen, gleich hinfallen oder macht man mal diesen hier, muss aufpassen, dass man da nicht hinfällt. Leon außerdem, so dermaßen geil, Sternenstaub-Herausforderung, Step 13, 100% Kapuno. Seid ihr schon fertig mit eurer Sternenstaub-Herausforderung? Wenn nicht, guckt mal in den Heute-Tab, da ist das drin, das sind 15 Kapitel. Immer noch Leon Petzold, also das 1-2-3-Kit. Am Rauchtag kommt was schillernd, was mal wieder nicht dabei ist. Also eigentlich hat er auf Quieke oder Boden oder Eis gehofft und dann kommt so ein Karapenis und steht da rum. Kuselinchen, Reshiram, 100. Sarina, Reshiram, 100. Chadrago, Shiny. Kann eine ganz schön große Überraschung sein, wenn man keine Ahnung vom 100er Wert, schweige denn vom Aussehen der Shiny hat, hat mich beides glatt vom Hocker gehauen und auch hier als Forschungsbonus gratis dazu auch ein 100% Kapuno. Natürlich feine Sache. Sören Dex-Eintrag beim Dritt-Account vom Mega Raid. 100% Stalos als Dex-Eintrag. Und für eine Kollegin, dein später Beitritt hat der Kollegin ein 100er eingebracht. Ramses hat mir wohl Glück gebracht. Zack, 100er Reshiram. Grüße gehen raus an die Kollegin natürlich. Sören nochmal, es ist Zeit für ein Bier. Ihr kennt das ja, Zeit für ein Duell, ja? Das heißt ja nicht Duell, ich sage immer Duell. Jetzt aber nicht Zeit für ein Duell, sondern für ein Bier. Adi, Schatz. Oh, du bist so süß.
Ich würde mich am liebsten gleich an die reiben. Dann neues Shiny, noch Shiny Flampion, Selal, Galapafloss. Das ist wohl das, das ist der Schocker der Woche. Habt ihr schon mal ein wildes Galapafloss gesehen? Galapafloss, Amaldo, 100% Glücksplinfer, Hippoterus, Bisaflor, 100% Pixie, einfach so wild gefangen, saß da rum, Hariyama, Shiny Schwalbini, Bummels, Yorklef, Skobble, Fukano, Fantimimi, was gebrütet wurde. Ich sage jetzt nicht mehr Shiny und 100er dazu, ihr habt ja Augen. Shiny Aero Kacksprühe, jetzt habe ich es doch dazu gesagt. Wildes Quappo, wildes Onyx, Shiny. Shiny Traunfugil mit 1,5, das sieht interessant aus. Wildes Stollos, also der hat hier die heftigen Mega-Spawns auf jeden Fall. Shiny Stolunio, Shiny Europe. Wetterboost, Tengulist, weit, habe ich glaube ich auch noch nie gefangen. Hutut, 100, Shiny in Neko. Dann, warum ihr Impoleon nehmen solltet. Hier, get ready for this earthquake. No, Ice Beam, lol, fertig. Und dann kommt hier der Affe. Close Combat, ouch, oh, was mach ich? Water Gun, zack, fertig und dann tot, ne? So einfach ist das, also der hat einfach für alles den passenden Konterparat. Da möchte ich nichts zu sagen. Das Ding faved und dann Rock Smash trotzdem benutzen, genau, Klatsch. Was wärt ihr für ein Trainer, wenn ihr nicht trotzdem den Move noch ausführt? Fand ich auch gut, Lehrerinnen heute und Lehrerinnen damals, als ich zur Schule ging, sahen die einfach alle aus wie Sylvester Stallone, schön mit einer Matte, mit einem rosa Hemd. Selal immer noch Shiny Pipi, Shiny Knofenser, Marco FedEx, Shiny Stalos, zwei hintereinander, wohl aus Mega Raids natürlich, Tom Reich. Oh mein Gott, das glaubt mir keiner, heute in der Raid-Stunde ist mir das 100er nach drei Raids geflüchtet. Jetzt mache ich gerade den fünften Raid und 100er, aber gefangen, Sekrom. 100% mitgenommen. Annika hat mir geschickt, Plätzchen von gestern und von heute. Dann haben wir Lennart Ehrenfried, Kramurax, Shiny, Lennart mit seinen zwei Brutmaschinen, gecheatet, guck. Dann hat er ein wildes Azumarill, was geflohen ist. Dann hat er ein wildes Bisaflor, was geflohen ist. Hättest du da mal ein Plätzchen gefüttert, ne, dann wären die bestimmt drin geblieben. Lennart aber noch mit dem Sekrom. Shiny, bleibt ja garantiert drin, ist bestimmt auch geflohen. Dann haben wir hier die Karin, die GBL bringt mir mal wieder Glück. Liebe Grüße, Karisima, 100% Linfu, immer noch feine Sache, kann man ja bisher eigentlich nur daraus beziehen. Benjamin Engel hier auch 100er Bisa-Samen getauscht als Glücks. Benjamin nochmal typisch für den zweiten Account auch 100% Sekrom bekommen. Plus beim XL-Tauschen einfach nur krass, wie viele Zufalls-100er. Natürlich wieder der zweite Account, 100% Roselia, auch als Glücks-Pokémon. Und dann hat er wieder Raids gemacht. Der macht ja eigentlich immer jeden Dreier-Raid, den es gibt, solo. Stollos mit Superliga-Pokémon. Solo für die Levelaufgabe gemacht. Mit Superliga-Pokémon, also bis 1,5, einen Raid bezwingen. Da können ruhig 100 Leute mit dabei sein, aber er war alleine und hat das hier einfach weggeklatscht. Zack, und das war sein Team. Seht ihr, lauter Kampf, ne? Und ein Toxikack. Also eine Mischung aus Gift und Kampf. Toxikack haben wir ja gestern im Stream auch gehabt. Thomas Speck müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Kimadis, ne? Der ist nämlich ein 100er, gemaxt auf Level 50 als Krypto und Best Buddy auf 4780. 100% Krypto Mewtwo ist ja schon alleine krass genug. Dann noch als Best Buddy und auf Level 50, beziehungsweise ist er jetzt Level 51, mehr geht einfach nicht. Das ist auf jeden Fall wirklich der Jackpot. Hat auch lange genug gedauert, hat er gesagt. Dann hat er hier noch 100er Kapuno mitgenommen aus Biel am Kaiserstuhl. Paul Berger, Galoppa, Ilumise, Shiny, Dennis Spezial, oh, mit Tzatziki, manche mit Spezialsoße, je nachdem. Bierkatschu, los Bierkatschu, Biersaufen, Attacke, aber ich will der Allervollste sein, wie keiner vor mir war. Irgendwie finde ich das lustig. Ja, ich habe auch ein Bierkatschu-T-Shirt und ein Zapfdoss-T-Shirt von meiner Cousine bekommen damals. Aber ich will der Allervollste sein. Ja, egal. Dann haben wir hier Vorglührak. Ja, wir haben Biersasam.
wir haben Biercaccio und wir haben Saufomai. Was ist euer Liebling? Vorglührack oder Saufomai? Weil Biersasam und Biercaccio ist schon ausgelutscht, aber Saufomai, ne, der sich hier gleich 10 Pullen mit einmal reinknallt, sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Skandalpara, jetzt führt bei beiden kein Weg dran, XL zu sammeln. Noch Wetterboost, 100er, Sacrum, Brainy hier, Smogon, Shiny, Pet Shop Boy, Shadrago, Shiny, Gangster Pikachu. Das hat der Go Plus gestern beim Rauchday gefangen. 100% Sneeble. Lundu durch Random Tausch war sogar der erste des Tages. Ja, hier Glücksmagnet und 100%. Ich habe gestern auch einfach random getauscht, den Spezialtausch auf meinem großen Account. Hab mir einen Regirock rüber getauscht, weil das alt war. Wollte von mir eigentlich nur einen Sekrom weggeben für die XL-Bonbons und habe einen 100% Glücks-Regirock bekommen. Einfach so, ohne dass das ein Glückstausch war. Ist einfach so geworden. Also es ist glücklich geworden und 100%, aber es war kein Glückstausch mit einem Glücksfreund. Erst Riolu und Boba, jetzt noch das hinterher. Die Sinnoh-Eier waren spitze. Julchen freut sich hier über die ganzen Babys. Julchen, erster Raid bei Raids für Zuschauer und direkt 100, so will man es haben. Danke Ramses und Thomas, 100%. Rishiram auch gegönnt. Julchen, jetzt ist der Sack voll, ne? 135 gesehen, das 12. Glücks ist einfach mal auf Bestellung. 100, hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Danke an Tifinus, also Grüße auch an Tifinus raus natürlich. Shiny Gladio, der reißt schon wieder ab. Der hat auch hier ein 100% Regirahm, aber als Shiny. Aber das haben wir ja beim Skandalfahrer vorhin schon mal gesehen. Also nicht der Schocker der Woche, wo es unglaublich stark ist. Also doch das Mewtwo vielleicht. Dann Shiny Gladio nochmal. Moin Ramses, habe echt extrem Glück. Zwischen den 300ern ist jeweils 2 Tage Verschiebung. 100% Marmutel. Push das mal hoch auf 50, das muss dahin. Geitsch hier auch, Shiny Alola Raichu. Und das war's. Dann hat der Thomas mir nämlich seine Übersicht geschickt und hat probiert, mit mir Duo-Raids zu machen von Regirahm und von Sekrom. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir das geschafft haben und wie knapp das war und wie unmöglich das war und wie viele Versuche wir gebraucht haben, schaut mal beim Thomas auf dem Kanal vorbei. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Pet Shop Boy. Guckt euch das an. Doppel 100 in einem Raid. 5. 100er am Boy. Was genau da ist, gucken wir uns jetzt an. Der hat geradet und hat das 2884, das ist das Wetterboost, 100er, auf beiden Accounts gleichzeitig im gleichen Raid. Unglaubliches Glück, habe ich noch nie gesehen. 100% Wetterboost habe ich nicht, ich habe nur normale. Hier auch gefangen, ihr seht das am 5.12. bei beiden Handys, das ist auch nicht der gleiche Account, die haben eine unterschiedliche Größe, die haben unterschiedliches Gewicht, die haben unterschiedliche Bonbons, unterschiedlicher Staub in der Nähe von Graz, Steiermark, ne? Und ihr seht das auch nochmal im Bildschirm, 2059 bei dem Raid am 5.12. sind beide rausgekommen, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Habe ich auch an sich noch nicht erlebt, sowas. Und insgesamt hat er nun das 5. 100er auf dem Boy, ja, Pet Shop Boy, auf dem großen Account, wenn das der Boy ist. Außer er meint mit Boy das Man. Man ist the Main und Boy ist the Little. Ne? Na, ich denke mal am Boy, am Pet Shop Boy Account. Also 500%ige und das 5. einfach in einem Doppel-Hundo-Raid. Was ist das, Mann? Was ist das, dass es sowas schon gibt, ja? Dass ich sowas noch erleben darf. Das lassen wir jetzt drauf. Das ist der Schocker der Woche. Ich sehe schon wieder käseweiß aus. Hallo, Belichtung, wo bist du? Wohin sah es besser aus? Wir sehen uns, wie gesagt, heute Abend wieder. 18 Uhr, nochmal Shadrago und Kapuno. Achtet da drauf, seid nicht blind, es wird 2 Codes geben. Der erste für Shadrago, der zweite für Kapuno. Wenn ihr den zweiten edit, wo dort steht, Kapuno Raids, wundert euch nicht, wenn ihr nicht für Shadrago eingeladen werdet. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.